Mein Name ist Eric Swan. Seit Mr. Thompson uns vor 2 Jahren verlassen hat, habe ich sein Arbeitslosengeld kassiert. Ist doch alles in Ordnung, oder? Oh mein Gott, Eric, wie konntest du nur? Ja, in Ordnung. Ich bin vom Sozialamt, Abteilung Außenprüfung. Sind Sie Mr. Rupert Thompson? Wie kannst du jetzt als Mr. Swan unterschreiben, während er denkt, du wärst Thompson? Ich habe strikte Anweisungen von meiner Vorgesetzten. Heißt sie denn auch Swan? Ja! Jemand muss so tun, als wäre er ich und die Formulare unterschreiben. Welcher Idiot würde sowas schon machen? Ein Toaster. Ich meine, ein Toaster? Und dann verkaufen wir ihn als Mrs. Swan. Seine erste Frau wurde von einem überfahrenen Baum gefällt. Ihr Vater Norman ist jetzt an einem schöneren Ort. Eine gute Idee, das mal zu überprüfen. Hallo? Erstaunlich, nicht wahr? Jetzt schauen Sie mal an, was Sie da angerichtet haben. Wir wollten heute Abend Dart spielen.